Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Trading Update, Multiplayer bei Granddad's Gaming Corner und Kanu-Erweiterung mittlerweile. Tja, und in der letzten Folge hatten wir kurz vor Schluss am Abend noch ein kleines Malheur, wie die Franzosen so schön sagen. Nämlich, ich habe hier gesagt, mach mal bitte die Beetroots, ernte mal die Beetroots und ernte mal die Beetroots ab, bitte. Und das wollte ich jetzt nicht. Das heißt, wir müssen da schauen. Ja, wie kriege ich euch jetzt selektiert, ne? Wie kriege ich euch jetzt selektiert? Ernte mal die Beetroots und 43, ja, das dürfte ungefähr die Größenordnung sein, die wir heimschicken müssen. Und ich dachte eigentlich, oder ich mein Plan war, zu sagen, das machen die Sapiens, die hier unten sitzen, in dieser Außenstelle. Und aber es hat dazu geführt, dass hier, weiß ich nicht, 150 Sapiens sich auf den Weg gemacht haben und hier runtergezogen sind, um die Beetroots zu ernten. Was ja eine löbliche Sache ist. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel haben wir denn hier noch? Wir haben hier immer noch 46 Sapiens. Und wie viele Betten haben wir? Das ist jetzt die Frage. Wie viele Betten haben wir hier? 35. Also wir müssen hier im Grunde genommen noch ein bisschen die Betten ausbauen. Das heißt, wir brauchen hier noch Setch Building. Wir brauchen hier noch ein Setch Building. 1, 2. Und wir brauchen da noch ein Dach drauf. Also ist jetzt alles natürlich ein bisschen provisorisch. 1, 2. So, und die sind alle inside, richtig? Ja, die sind alle inside. So, dann warten wir, bis das fertig gebaut ist. Dann bauen wir hier noch ein paar mehr Betten. Wir haben natürlich das andere Problem, dass wir hier auch Nahrung brauchen. Ne? Wir haben jetzt 80 Beetroots hier und wir haben fast 50 Sapiens. Jetzt können wir hier noch Poppies ernten. Und dann würde ich sagen, ernten wir auch mal die hier. Die Marigold. Und wir ernten den Knoblauch. Und die müssen wir natürlich alle ernähren. 21 Knoblauch. Und ich denke, die können wir auch ernten. Aber dann machen wir vielleicht nicht mehr alle, sondern vielleicht nur 30. So, und wenn die geerntet sind, dann pflanzen wir die neu. Also wir müssen die auch ernähren. Gut, wir haben hier schon ein bisschen was. Und wir können jetzt hier, können mal sagen, Raspberries. Und wir ernten mal die Gooseberries. Einfach so. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Arbeitskraft hier natürlich unten. Das ist schon okay. Wobei ich hier noch tatsächlich das zurücknehmen würde, weil ich glaube, diese Spitze hier, die macht dem Algorithmus noch ein bisschen zu schaffen, dass er da nicht mitkriegt, dass da noch eigentlich der Wasserweg ist. Also dass er hier noch über Wasser fahren kann. Ne? Also das würde ich noch ein bisschen abrunden hier. Tatsächlich. Damit das Boot hier tatsächlich, das Kanu hier in die Richtung abbiegt und auf dem Land bleibt und nicht beginnt, das über Land zu ziehen. Ne? So, hier verbreitern. Okay, das läuft. Und hier läuft es auch. Okay. Ja, das ist jetzt eben ein bisschen, das Lager ist da ein bisschen prekär. Das müssen wir noch umsetzen.
das müssen wir noch umsetzen. Das hilft jetzt nicht. Wir machen es gleich ein bisschen weiter ins Landesinnere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und dann sagen wir hier Äste, Branches. Branches. Und dann sagen wir hier, mach das mal leer, bitte. Und dann sagen wir hier mal, das wird eh schon gleich okkupiert. Und dann sagen wir hier Logs. Und dann können wir das leer machen. Und dann brauchen wir hier noch Werkzeug. Müssen wir eh im Grunde genommen umlagern. Das können wir gleich umlagern hier. Hierhin. Dass wir hier Werkzeug machen. Da machen wir was Kleines. Und dann sagen wir hier Axes. Axes. Genau. Und dann können wir nämlich hier sagen, mach das auch leer. Bring mal die ganzen Axes darüber. Und irgendwo hier haben wir gesagt, Logs, richtig? Ah, das ist wieder da, dass er das anzeigt. Das ist ja super. Okay, dann können wir das hier auch leer machen. So. Aber dann können wir hier die Kurve noch ein bisschen entschärfen. Das können wir noch ein bisschen entschärfen hier. Dann müssen wir hier nochmal Steine, die, da sagen wir jetzt Large Rocks. Und dann können wir das da leer machen. Ups. Das da. Und das ist Erde, ne? Das können wir auch. Dann können wir hier sagen Soil. Und dann können wir das da umpacken. So, da war ich ein bisschen zu nahe einfach am Ding. Und ja, Small Rocks können wir auch noch. Können wir da noch. Da können wir jetzt hier tatsächlich noch kleinere hin bauen für Bedarf, und da sagen wir hier Small Rocks, und dann können wir das hier auch leer machen. So, das sind so ein bisschen Aufräumarbeiten, ist okay. So, dann können wir das da löschen und können das da löschen und können das löschen, das löschen, das löschen und das löschen. Und dann können wir hier noch die Ecke abgraben. Und die können wir noch sammeln, natürlich. Small Rocks. Check. So, dann können wir hier die Ecke noch ein bisschen wegnehmen, weil es hier ein bisschen eng ist sonst. Genau, und dann hier. Schauen wir mal, kommt da schon. Oh, da kommt schon Rock. Das heißt, wir brauchen hier Pickaxes. Ja, gut. Das heißt, wir bauen uns hier. Eine Arbeitsstation. Und. Machen hier und bauen uns zwei Arbeitsstationen. Machen hier Pickaxe Heads aus Stein. Und wie viel machen wir da? Wir brauchen sicher mehr, 20. Okay. Ja, dann können wir hier zum Beispiel nur sagen, wir brauchen Flex. Flex Twine. Und das können wir uns auch von hier holen. Da ist jetzt X-Heads. Da haben wir die X-Heads. Okay. Die holen sie von da. Ja, dann sollten wir das noch. Das noch abbauen. Wenn schon, den schon. Dann haben wir hier die Kurve. Ja, also haben wir hier einen ziemlich langen Kanal. Einen breiten Kanal, und hier kriegen wir auch eine relativ breite Kurve. Das müsste funktionieren.
Und hier ist schon im Arbeit. Ah, die lernen das alle, deswegen. Dauert das ein bisschen. Naja, gut, aber ich glaube, es funktioniert. Es funktioniert. Die sind schon schnell genug. Gut, dann schauen wir mal, wie es bei oben, wie es oben mit unserem Schwuppdidu ausschaut, mit unserem Wald. Ja, das ist toll. Das sieht man jetzt abgeholzt und neu gepflanzt. Das ist super. Das ist absolut super. Das muss ich sagen. So, und jetzt haben wir hier natürlich wieder Holzstämme. Und ergo geht auch unsere Bretterproduktion hier wieder los. Ja, die ist im vollen Gange. So, das heißt, wir müssen hier noch den Rest, ist die Frage, ob man das jetzt alles selektieren können wir gar nicht. Das heißt, wir müssen das ein bisschen strategisch angehen hier. Wir selektieren mal so viel, wie wir hier können. Chop and replant. Okay. So, die hat er immer ganz erwischt. Die sollten wir noch manuell selektieren. Okay, und hier müssen wir natürlich düngen. Und hier auch. Gut, sehr gut. Das ist super. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier nimmer darum kümmern, diese ganzen Bäumchen hier zu pflanzen. Das ist wirklich eine große, große Erleichterung, die wir da haben, ehrlich gesagt. Ja. So, dann schauen wir mal, wie schaut es mit dem Brennmaterial aus. Das geht langsam zur Neige, aber es ist noch okay. Es ist noch okay. Und hier drüben, schauen wir mal da. Da ist auch noch okay. Wobei wir hier wahrscheinlich mehr brauchen. Das heißt, also da können wir tatsächlich dann das nächste Mal, wenn der Wald abgearbeitet ist, können wir das machen. So, ja, und da sehen wir, unsere Probvorräte schmelzen. Das ist aber auch okay, weil sonst verrottet uns das Brot. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Und hier haben wir nur leere Amphoren. Das ist auch okay. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Queerstones haben wir denn? Resources. Queerstones. Nee. Column OP. Queer Stones. 53. Okay. Ich glaube, die produzieren wir eh kontinuierlich, oder? Ja, hier. Crafting Queer Stones. Continuously. Okay. Das heißt, die produzieren wir tatsächlich kontinuierlich. Und die kleinen Dinger hier auch. Ja, da liegen sie schon auf Lager. Und das ist das, der Dünger. Okay, düngen können wir auch wieder mal. Schauen wir hier. Wir machen mal das ganze Feld und sagen, alles was hier in Reichweite ist, düngen. Und hier haben wir nichts. Doch, hier ist was zu düngen. Mal schauen. Düngen. Und hier unten haben wir noch, denke ich, auch ein bisschen was zu düngen. Machen wir das mal. Chicken Carcass. Was? Ah, okay. Da haben wir 0. Das, ich bin nur in der Maske. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. So, hier haben wir auch den Dünger. Was ist mit dir? Warum bist du rot? Du hast Hunger, du hast geschlafen. Ja, das ist jetzt, und er ist ein Pessimist. Okay.
Ja, das ist eben jetzt das Problem, weil wir die Leute eben da wieder hochgeschickt haben und die hatten da unten nichts mehr zu essen oder nicht viel genug zu essen. Und jetzt schauen wir mal. Okay, die Bude ist hier fertig, noch nicht ganz, aber die wird fertig. Das heißt, wir sollten hier jetzt die Betten bauen. Und wir müssen schauen, ob wir noch genügend Heu haben. Eins, zwei, so, geht sie gerade so aus? Was ist da dein Problem? Aha, das Ding, das da rumgelegen ist, war dein Problem. Okay. So, und jetzt schauen wir mal, wenn die Betten fertig sind und die Dächer fertig sind. Dann schauen wir mal, ob das alles noch inside ist. Das ist alles inside. Das auch, das auch. Also das schaut gut aus hier. Das schaut auch gut aus. Okay. Das heißt, ups, ich habe da sogar noch ein bisschen Luft. Kann da sogar noch ein paar Betten hin platzieren. Dann machen wir das doch. So, die sollten jetzt auch alle noch inside sein, wenn das Dach fertig ist. So, hier wird noch gearbeitet, super. Was liegt hier noch rum? Hier liegen noch Steine rum, die holen wir uns natürlich noch. Plain Rocks, Any Rocks, Five Rocks. Granite. Okay. Gut. Da haben wir noch Steine hier, wir haben noch Ton hier. Also hier liegt noch jede Menge Kram rum, den wir auch brauchen können. Ja, genau. Und jetzt ist hier, eigentlich müssten wir hier noch das auch bereinigen. Dadurch. Und das ist jetzt schon Rock. Das heißt. So, du machst jetzt hier. Ah, Seeds. Interessant. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Flax-Twine. Das heißt, wir sollten wieder mal unseren Flachs ernten. Obwohl wir hier natürlich schon 86 haben. Düngen. Mal schauen, mal gibt es da noch mehr zu düngen. Ah, den ganzen Sand will ich jetzt nicht mit düngen. Da drüben gibt es noch zu düngen. Ja, hier natürlich. Das müssen wir noch düngen alles. Damit unsere Blumen wieder wachsen. Und die müssen wir jetzt auch anpflanzen. So, also Flowers. Wir haben 31 Echinacea. Die pflanzen wir hier. 31 Echinacea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
So, das sind die 30 Echinacea. Das sind jetzt schon natürlich schon einige weg. 15 Marigold. Die haben wir hier. Das sind die Poppies und hier haben wir die Marigold. 15 Marigold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, dann haben wir wie viele Poppies? 11 Poppies. Und die pflanzen wir. Die pflanzen wir da. 15 Poppies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, es geht sich ziemlich gut auf. 15 Poppies. So, das war's. Eigentlich müssten wir jetzt noch Knoblauch. Ja, Knoblauch haben wir auch. 13. 13 Knoblauch. Natürlich, die pflanzen wir auch. Ganz wichtig, falls wir uns hier doch eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. 13 Knoblauch waren das, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, ne? Ja, kann sein. So, und dann war noch, was haben wir noch? Irgendwas haben wir noch geerntet. Hier haben wir Bananen, aber das ist leer. Der ist leer. Und da haben wir noch 63 Beetroots. Okay. Also was wir hier noch brauchen im Kräutergarten, ist dann die Aloe. Und das habe ich wieder verpennt, die loszuschicken oben. Das müssen wir unbedingt dann am Start des neuen Tages machen. Ganz wichtig. Und ich glaube, wir müssen hier noch das Lager auflösen, das letzte. Also wir bauen hier nochmal, solange wir hier noch Leute haben, bauen wir hier nochmal ein Lager hin. Machen wir große. Dann sagen wir hier Clay. Oder das ist eigentlich egal. Wir können jetzt hier sagen, löst das auf. Und löst das auf. Nee, löst das auf. Macht das leer. Hat er das kapiert? Ja. Remove all items. Dann können wir die beiden wegnehmen. Und dann können wir hier nochmal abgraben. Wir können hier nochmal abgraben. Und wir können hier nochmal abgraben. Und hier nochmal abgraben. Dann müssen wir eh mehrfach abgraben. Weil es wird auf einmal gar nicht funktionieren hier. So. Okay. Okay. Also hier unten sind wir jetzt ganz gut in Schuss, würde ich sagen. Da sind wir ganz gut in Schuss. Hier können wir noch die beiden Spitzen nehmen. Und dann sollte das eigentlich okay sein. Ja. Okay, hier sind wir ganz gut in Schuss. Unser Kräutergarten wächst. Wir holen uns die restlichen Kräuter dann noch rein. Da haben wir ja die Elderberries, die brauchen wir eben noch. Das ist klar. Hier können wir düngen. Hier können wir düngen. Wir müssen mal schauen. Wir schauen mal, wo ist denn hier noch überall zu düngen? Das kann man hier ganz schlecht sehen. Wir holen uns da mal das Heu. Und ich glaube, wir brauchen eh Heu. Wir haben kein Heu mehr, ne? Wir brauchen dringend Heu. Das haben wir jetzt für die ganzen Betten, haben wir jetzt das Heu verbraucht. Ja, hier ist der Heuspeicher. Und das können wir uns hier noch... Nee, nicht graben. So, wir holen uns hier nochmal Heu und wir machen es gleich ein bisschen größer. So, zack. Holen wir das ganze Heu hier. So. Okay. Okay, okidoki. So, also hier sind wir ganz gut dabei. Das passt.
Und dann können wir das da wegnehmen und wir können das da wegnehmen. Dann haben wir hier auch kein Problem mit dem Speicher. Da müssen wir mal schauen. So. Und ihr solltet langsam mal heimgehen. Ihr solltet langsam mal heimgehen. Schups. Und der ganze Rest hier auch. Der sollte auch mal heimgehen. Da ist noch jemand, der will graben. Okay. Da ist noch jemand ganz unentwegt und gräbt hier noch. Das ist ja löblich. Das ist ja wirklich absolut löblich. Da kommt noch jemand. Da kommen noch welche, die graben. Okay. Ja, also. Ja, ich weiß auch nicht. Aber gut. Es ist so. Es ist so. Ich glaube, die kommen jetzt auch, die kommen auch im Zweifelsfall schnell heim. So, jetzt ruhen die sich aus. Dann können wir euch auch heimschicken. Select. Genau, dann schicken wir euch jetzt heim. Ja. Jetzt gehen sie alle heim. Okay, und wir haben hier jetzt wie viele Betten? 62. Das sollte also auf jeden Fall jetzt für alle reichen. Das heißt, wir haben ein Dach über dem Kopf und wir haben ein Bett für alle. Und dann können die morgen loslegen mit dem Heumachen hier. Wichtig, weil wir brauchen dringend Heu. Ja, und hier ist jede Menge zum Düngen. Das ist auch okay. Das müssen wir dann natürlich auch gleich machen. Und hier auch düngen. Tja, da haben wir leider, oder ist der, ja doch, der Wald wächst noch. Okay, der wächst. Mal schauen. Und wir schauen mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Is pregnant, is pregnant, is pregnant, has a baby boy, is pregnant. Ja, also nachwuchstechnisch tut sich hier auch jede Menge. Das ist wirklich nicht schlecht. Gut, hier müssen wir dann noch den restlichen Wald wirklich abholzen. Ja, braucht ein bisschen, aber wir kriegen hier, wir haben jetzt wieder die Holzdinger hier. Genau, wir haben jetzt wieder Holzvorräte. Okay, und jetzt sollten eigentlich die Brettervorräte wachsen. Jetzt schauen wir mal da oben. Ja, die tragen es jetzt dann natürlich nach oben, weil das nächste ist. Und da sieht man schon, das wird jetzt hier voll. Das wird hier voll. Das heißt, wir sollten hier die Speicher auch noch einbauen. Wir brauchen hier große Speicher. Eins. Zwei. Ich sehe die Pfosten immer ganz schlecht. Drei. 5. So, und dann sagen wir hier Split Log. Und hier Split Log. Und hier Split Log. Dann können die das nämlich da überall verteilen. Das ist schon okay. Split Log. Okay, so. Und hier haben wir noch nichts definiert. Okay, das können wir auch noch. Also die zweite Reihe und dann können wir hier noch eine kleine Reihe aufmachen. Also hier können wir noch eine zweite Reihe aufmachen. Und hier machen wir dann noch eine kleine Reihe auf. Okay, also da haben wir jede Menge noch Platz.
Da passt nur rein. Also das dürfte jetzt die Ernte hier noch locker mitkriegen. Das sollte noch funktionieren. Wir schauen wieder mal, ob wir die Large Pine Trees abernten können. Aber es ja, irgendwie nicht. Es sei uns nicht gegönnt. So, wir müssen hier ein bisschen Auge auf unsere Lebensmittel haben. Gut, das schmilzt dahin, aber es ist auch am Verrotten, ne? Also da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Okay. Ja, wir können hier dann noch die Beetroots und die Kürbisse ernten. Also wir haben hier ja jede Menge Kram. Also es ist nicht so, wenn uns selbst wenn uns das Brot ausgeht, dann können wir hier alles Mögliche noch aktivieren. Da müssen wir uns also erstmal keine Sorgen machen. Genau. So, aber jetzt gehen alle schlafen. Das ist ja okay. Wir schauen mal kurz, wie viel wir. 181. Also unser Wachstum ist jetzt noch ungebrochen. Wir sind demnächst bei 200, wenn das so weitergeht, ne? Wir sind demnächst bei 200. So, was ist mit euch beiden? Ah, geht jetzt auch schlafen. Okay. Passt. Und also hier schaut alles okay aus. Die gehen noch schlafen, die beiden letzten. Und da schaut es auch gut aus. Da haben wir noch Betten frei und alle haben wir zum Schlafplatz. Super. Und alle sind wohl satt geworden. Wir schauen mal nach den Beetroots. Ja, 40 Beetroots. Also da sieht man schon, es geht schon ganz schön nach unten. Aber wir müssten auch noch 47 Raspberries. Ah, da gibt es keine mehr. Das heißt, da sollte man noch welche ernten. Machen wir alle und dann pflanzen wir vielleicht noch mal ein paar. Die mögen sie scheinbar. Die Gooseberries. Don't know. Ja, also hier unten kommen wir langsam auch ans Laufen. Und ja, und unseren Kanal. Also da müssen wir unseren Kanal jetzt vorantreiben. Ich glaube, die Richtung haben wir jetzt und wir sehen auch, wie wir es machen. Und wir haben jetzt hier auch ein bisschen mehr Workpower. Das heißt also, wir können da ein bisschen mehr Leute einsetzen, um den Kanal da hinten tatsächlich durchzustechen. Und dann bin ich wirklich schon gespannt, ob wir sagen können, von hier eine Route bis da hinten hin. Und er schippert nur über Wasser. Das wäre natürlich ideal. Wenn das dann nicht, dass er zwischendrin dann mal Strecke über Land macht, aus welchen Gründen auch immer. Aber das wäre super, super schnell, weil es wäre an einem Tag, würde er die komplette Distanz locker mit dem Kanu schaffen. Das heißt, wir bräuchten keine Zwischenstationen. Wäre theoretisch jetzt auch möglich, dass man zwischendrin noch mal eine Station irgendwo aufbaut, wo man sagt, da kann er dann, da können die Leute anlanden, die können schlafen und so weiter und am nächsten Tag laden ihren Kram aus, am nächsten Tag geht es wieder zurück und die nächste Etappe übernimmt dann der nächste oder die nächste. Aber es wäre natürlich ein bisschen aufwendiger, als wenn wir jetzt hier sagen, wir können direkt von hier ans Ziel etwas schippern und umgekehrt. Das wäre ideal aus meiner Sicht. Ja, dann würde ich sagen, wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei und dadurch, dass die Kanus jetzt deutlich früher kommen, als ich gedacht habe, jetzt müssen wir hier mal schnell schauen, weil das Heu ist schon voll. Fällt mir gerade noch ein. Whoopsie. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein Ding bauen, ein Speicher. Und da müssen wir sagen, Heu. Hey. Genau. So, damit es nicht verdirbt. Und wir könnten theoretisch das auch rausräumen, weil es braucht kein Mensch hier. Die halten sich auch so. Was ist da? Da ist das Gooseberry. Den können wir mal ein bisschen weiter rausschieben, hier hin.
Dann könnten wir nämlich hier nochmal einen Speicher hinmachen. Ups. Ah, es funktioniert jetzt irgendwie nicht. Wo war denn? Weil hier ist noch kein Speicher. Da kann ich aber auch keinen neuen bauen, weil er da alles markiert. Keine Ahnung, wo er jetzt hingebaut hat, den Speicher. Da haben wir noch ein Storage. Tja, ah, hier hat er ihn hingebaut, denke ich, oder? Nee. Naja, gut, wir haben auf jeden Fall hier Heu und das können wir zur Not noch frei machen. Denke ich. Gut, dann würde ich sagen, tja, wir sind wieder gut dabei. Ich bin schon wirklich, wirklich gespannt, wenn wir unseren Kanal haben, ob wir dann die Route so aufbauen können, wie wir uns das vorstellen, oder ob das, also wie smooth das funktioniert oder nicht und so weiter. Das sehen wir dann. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr selber zockt. Have fun. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.